In Teil 5 unserer Kurzfilmreihe über Ruhr Agrar nehmen wir euch mit nach Picher in Mecklenburg-Vorpommern. Hier wurde im Sommer 2020 ein Agrarbetrieb übernommen. Ein herausfordernder, mehrjähriger Modernisierungsprozess beginnt. Wie der neue Ruhr Agrarstandort in Picher aktuell aufgestellt ist und was Ende Juli auf den konventionell und ökologisch bewirtschafteten Feldern passiert, das zeigen wir euch in diesem Video. Die Betriebsübernahme der Agrarproduktion Bresegard Picher EG durch Ruhr Agrar fällt mitten in die Saison. Sowohl in Sachen Fuhrpark als auch in Sachen Pflanzenproduktion werden neu angedachte Konzepte also erst in den kommenden Jahren Wirkung zeigen. Bereits seit längerem auf dem Betrieb ist die finnische Universalsämaschine von Junkari. Ein Exot auf deutschen Feldern, mit dem Mitarbeiter Dietmar hier unterwegs ist. Bislang wird sämtliches Saatgut vom Mais bis zum Getreide mit dieser Sämaschine in den Boden gebracht. Eine Sämaschine für sämtliche Einsatzzwecke vorzuhalten, ist zwar betriebswirtschaftlich verlockend, doch lassen sich in der Regel mit spezialisierten Geräten bei der Aussaat bessere Arbeitsergebnisse erzielen. So wird die 4 Meter Junkari zumindest bei der Maisaussaat im nächsten Jahr Unterstützung erhalten. Ausgesät wird auf diesem Feld ein Gemenge unter anderem aus Klee, Öllein und Sandhafer als Zwischenfrucht. Ein wichtiger Baustein des wassersparenden Arbeitens, das auf diesem sandigen Standort von großer Bedeutung ist. Nach der Tritikale sorgt die Zwischenfrucht über den Winter zudem für eine gute Bodenbedeckung, speichert Nährstoffe, beugt der Winderosion vor und baut Humus auf. Geplant ist auf dieser 30 Hektar Fläche nördlich des Standorts im kommenden Frühjahr dann die Maisaussaat. Ruhr Agrar ist ein familiengeführtes Landwirtschaftsunternehmen mit mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland. Schwerpunkte sind die erneuerbare Energienproduktion mit mehreren Biogasanlagen und die Bullenmast. In den vorangegangenen Episoden haben wir bereits die weiteren Standorte vorgestellt. Gegründet und aufgebaut hat den Agrarbetrieb Kunibert Ruhe zusammen mit seiner Familie. Auch die Standorte Dachau, Velo und Pamen waren zur Übernahme um das Jahr 2010 in teilweise desaströsem Zustand. Auch hier in Picher gibt es viel zu tun, um den Fuhrpark, die Gebäude und den Pflanzenbau neu aufzustellen. Dass wir die Leitung dann direkt da in den Stall mit reinlegen. Ja. Kunibert Ruhe ist an diesem Tag vor Ort, um mit Malte, einem der angehenden Betriebsleiter, die wichtigsten Renovierungsmaßnahmen auf dem 9 Hektar großen Gelände zu priorisieren. Ganz oben auf der To-Do-Liste steht die Instandsetzung der Büro- und Sozialräume. In den bereits modernisierten Stallungen stehen 500 Mastbullen. Die übrigen Gebäude befinden sich noch in der Grundsanierung. Von einer Spezialfirma wird die Unterdecke entsorgt, um mehr Licht und Frischluft in die Ställe zu bringen. Der Bau der Bodenplatte mit dem Estrich und die Innenausrüstung werden in Teilen durch das Team aus Picher durchgeführt. Installiert werden zudem Fütterungsroboter von Wasserbauer, ähnlich wie am Standort in Dachau. Ende 2022 sollen hier in den 6 Ställen bis zu 1700 Bullen stehen. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Mit übernommen wurde diese erst 2017 errichtete 75 kW Mini-Biogasanlage. Ausschließlich Rindergülle vom eigenen Betrieb wird darin zur Stromproduktion verwendet. Der Standort in Picher wurde zu DDR-Zeiten in den 1970er Jahren als Fersenaufzuchtstation errichtet. Ein paar der heute altgedienten Mitarbeiter des Betriebs haben schon damals während ihrer Schulzeit daran mitgebaut. Um die 7000 Hektar wurden in der Spitze bewirtschaftet. Innen- und Außenwirtschaft, alles kommt auf den Prüfstand. Von Vorteil ist die Nähe zu den Standorten Velo und Dachau.
So wie dieser Big X sollen Fahrzeuge auch zwischen den Betrieben ausgetauscht werden, um deren Auslastung zu erhöhen und die Feldarbeit besser und zügiger zu bewältigen. 8 Mitarbeiter beschäftigt der Agrarbetrieb. Alle Angestellten wurden vom vorherigen Eigner übernommen und zuvor freigestellte Mitarbeiter wieder integriert. Hinzu kommen 2 Ausbildungsplätze in der Landwirtschaft und eine Ausbildungsstelle im Büro. Bei der Feldarbeit ist man komplett eigenmechanisiert. Mitarbeiter Edmund ist an diesem Tag mit der Gülleausbringung beschäftigt. Die Flächen liegen maximal 6 Kilometer vom Standort entfernt, weswegen die klassische Ausbringung ohne Zubringfässer noch vertretbar ist. Beim derzeitigen Viehbestand müssen jährlich ca. 4000 Kubikmeter ausgebracht werden. Mit der Fertigstellung des Stallbauprojekts wird sich die Ausbringmenge hingegen vervierfachen. Über eine Optimierung der Gülletechnik wird man in Zukunft also nachdenken müssen. Die Gülle wird mittels Schleppschuhtechnik bodennah und emissionsarm ausgebracht und direkt eingearbeitet. Fahrer Heino ist der betriebsälteste Mitarbeiter in Picher. Er hängt an seinem Massey Ferguson 8480 und hat bereits angekündigt, in ein paar Jahren nur mit diesem Traktor in Rente gehen zu wollen. Der stufenlose 8480 ist Baujahr 2005 und wird im Herbst auch zum Maisschieben auf dem Silo eingesetzt. Insgesamt zählt der Fuhrpark in Picher 6 Traktoren. Angebaut ist an dem 290 PS starken Schlepper eine leichte, klappbare 6 Meter Scheibenegge des polnischen Herstellers Akpil. Auch auf diesem Feld stand zuvor Tritikale. Im Anschluss wird Senf als Zwischenfrucht gesät. Malte hat vor seinem Wechsel nach Picher am Standort Dachau gearbeitet und dort auch seine landwirtschaftliche Lehre abgeschlossen. Aufgewachsen ist der 22-Jährige auf dem elterlichen Hof mit Ackerbau und Kaminholzproduktion in der Nähe von Braunschweig. Die anstehenden Aufgaben des Standortumbaus sowie das Tagesgeschäft im Büro und auf dem Feld teilt er sich mit Levke. Sie hat Agrarwissenschaften studiert und wird neben Malte ebenfalls in die Betriebsleitung einsteigen. Das Projekt in Picher ist für die beiden jungen Betriebsleiter eine spannende Herausforderung. An diesem Tag sollen auch die Mähdrescher raus aufs Feld. Doch die Feuchtemessung im Roggen ergibt noch einen Wert von über 15%. Erst ab 14% lässt Malte die Mähdrescher an diesem Schlag anrücken. Aber ein paar Stunden hat der Tag ja noch. Der Standort der Agrarproduktion Picher umfasst eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 1800 Hektar. 570 Hektar verteilen sich auf biologisch geführtes Acker- und Grünland. Der ökologische Betriebszweig konzentriert sich dabei auf die Mutterkuhhaltung am Nebenstandort nahe der Ortschaft Bresegard. 200 Tiere inklusive der Nachzucht grasen hier ganzjährig beieinander. Praktisch ohne nennenswerte Zufütterung leben die Tiere auf einer 45 Hektar großen, fest eingezäunten Wiese. Eine eingestreute Halle steht den Kühen als Unterschlupf zur Verfügung. Bernd ist einer von 2 Mitarbeitern, die sich um die Tierhaltung kümmern. Zu seinen Aufgaben zählt es auch hin und wieder bei den Mutterkühen nach dem Rechten zu schauen. Die ältesten Kühe aus der Herde sind bereits 13 Jahre alt. Ihre weiblichen Nachkommen dienen dem Erhalt der Herde und die Bullenkälber werden als Absetzer verkauft. Geplant ist es, mittelfristig Rindfleisch unter einer eigenen Marke über eine konventionelle und eine Bio-Schiene zu vermarkten. Ein eigenes Schlachthaus in der Nähe des Standorts Dachau befindet sich bereits im Bau. Nun aber zu den Mähdreschern. Malte hat entschieden, die Erntemaschinen in die Erbsen zu schicken.
Ein trauriger und verunkrauteter Bestand, der natürlich unter der Trockenheit gelitten hat, allerdings offensichtlich auch in puncto Düngung und Pflanzenschutz vernachlässigt wurde. Ertragsmäßig werden wohl nicht mehr als 1,5 Tonnen vom Hektar zu holen sein. Schon im nächsten Jahr soll es aufgrund einer durchdachteren Anbaustrategie doppelt so viel sein. Roggen ist aufgrund der guten Trockenheitsresistenz mit einer Ertragserwartung von 5 Tonnen das bevorzugte Getreide in dieser Region. Erbsen eignen sich genauso wie Ackerbohnen dazu, eine getreidedominierte Fruchtfolge aufzulockern. Die auch als Körnerleguminosen bezeichneten Kulturen durchwurzeln den Boden tief und hinterlassen nach der Ernte eine beachtliche Menge Reststickstoff. So müssen beim Leguminosenanbau neben dem oftmals niedrigen Hektarertrag auch die positiven Effekte für die Fruchtfolge berücksichtigt werden. Beide Massey Ferguson Erntemaschinen sind vom Typ 7370 Beta. Die Sechsschüttler haben 360 PS und in den Korntank passen 9000 Liter. Angebaut sind an beiden Mähdreschern 6,20 Meter breite Powerflow-Schneidwerke. Mit diesen letzten Erntebildern verlassen wir Mecklenburg-Vorpommern. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren noch einmal die Gelegenheit haben, am Standort in Picher vorbeizuschauen und den Fortschritt der Arbeiten zu dokumentieren. In jedem Fall wünschen wir Malte und Levke sowie dem gesamten Team viel Erfolg bei der Betriebsentwicklung. Weiter geht es in dieser Videoreihe demnächst am Standort Parmen. Dort waren wir 2 Tage während der Maisernte und der Herbstaussaat vor Ort. Besucht für weitere Informationen zu Ruhr Agrar deren Website und werft in den weiteren Kurzfilmen auf unserem YouTube-Kanal auch einen Blick auf die anderen Unternehmensstandorte.